Ganze ist. Also hier scheint dann zum Beispiel die Sonne hier rein. Das sieht einfach nur abartig geil aus. Lass uns mal den Leuchtturm hochgehen. Ich habe natürlich mich an der maximalen Bauhöhe orientiert. Die habe ich natürlich auch schamlos ausgenutzt. Das heißt, wenn wir da oben sind, kann ich mal zeigen, lässt sich nichts mehr bauen. Ja. Dumm. So. Ja, das, ich dachte mir, welches Material willst du nehmen, als einen Leuchtturm zu bauen? Ich meine, was sieht man da auch per Nacht? Da dachte ich mir, naja, Goldblöcke sieht man per Nacht. Die habe ich mir ebenfalls per Mining Deed ins Inventar geholt, weil ich mir gedacht habe, bevor ich jetzt da nach Gold farme und das Ganze aufbaue. Ich meine, das sind hier über 250 Goldblöcke, die hier aufgebaut sind. Und nein, danke, ich werde nicht, sicherlich nicht über 250 Gold farmen. Und außerdem ist das ja hier nur meine Bauwelt. Ja, wie ihr hier seht, ist das ziemlich majestätisch. Hier seht ihr mal die Minecraft-Welt. Ich werde mir noch die Mühe machen, die Wolken raus zu editieren, weil, naja, es sieht zwar von außen ziemlich cool aus, wenn hier Wolken hier dem Leuchtturm streifen, allerdings sieht das so verdammt scheiße aus, wenn du hier drinnen bist und hier alles voller Wolken ist. Also, das passt überhaupt nicht. Naja, springen wir runter. Diamantenrüstung, peaceful, das funktioniert schon. So, dann machen wir mal weiter. Dann habe ich natürlich noch was, meine zweite U-Bahn gebaut. Das sieht ein bisschen ansehnlicher aus als die erste, als mein ersten U-Bahn-Schacht. Da habe ich auch ziemlich lange gegraben. Der ganze Bauernhof wieder. Finde ich auch immer recht lustig, wenn man die ganze Zeit am Bauen ist. Keine Tiere sind irgendwie unterwegs. Man sieht gar nichts, gar nichts. Man stellt mal irgendwie eine Wand auf und versucht ein Innenleben eines Raumes zu gestalten. Man dreht sich einmal kurz um, dann dreht sich nochmal um. Plötzlich ist das ganze, der ganze Raum, den man gerade erschaffen hat, voller Tiere. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß auch nicht, wie willkürlich die spawnen. Ich meine, die ganze Zeit sind sie nicht gespawnt, aber kaum stehen mal irgendwelche Wände blöd in der Gegend rum, ist der ganze Bauernhof hier. Naja, das ist die einzige Lösung, ist entweder Spitzhacke oder verbrennen. Naja. Und hier geht's weiter. Was ist das? Jetzt hat sich mein Minecraft aufgehängt. Ist nicht toll. Ich mach gleich eben weiter. Ein Augenblick. So, da bin ich wieder. Mal gucken. Ich hoffe doch jetzt, dass ich da wieder spawn, bevor mein Minecraft abgeschissen ist. Ja. Ha! Tatsache. Ich bin da. Allerdings ist mein Minecart weg. Ja. Ganz toll. Aber für solche Fälle hat man ja vorgesorgt hier. Hehe. Lauter Minecarts. So, dann, wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau. Ich wollte euch den anderen Schacht zeigen. Und jetzt geht's weiter. Hui! So. Ja, dieser kleine Fehler hat mich jetzt irgendwie komplett aus dem Konzept gebracht. Ja, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was ich jetzt als nächstes anfangen soll. Ich habe irgendwie vorgehabt, einen großen Themepark zu bauen. Allerdings habe ich noch nicht den perfekten Ort dazu gefunden. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, bei meinem zweiten U-Bahn-Schacht einfach mal willkürlich in die Welt reingegraben, um zu schauen, wo komme ich da überhaupt raus. Habe auch eine coole Küste gefunden und bin jetzt eigentlich schon die ganze Zeit am Überlegen, was ich damit anfange. Ich weiß es ganz ehrlich noch nicht. Also, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt sie mir. Ich versuche sie umzusetzen. Ne? Jedenfalls bin ich momentan ideenlos. Also, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, dann ja, nur her damit. So, das hier kann jetzt ein bisschen länger dauern. Der Schacht ist verdammt lang. Der geht auch verdammt tief in die Erde runter. Und dann wieder hoch und so, ist eine kleine Achterbahnfahrt, wie man gleich sehen wird. Ich werde das auch wahrscheinlich nochmal zu Fuß abgehen, um euch verschiedene Einzelheiten zu zeigen, denn das Minecart ist auch etwas schneller unterwegs als gedacht, deswegen sieht man die einzelnen Partien hier nicht. Leider ruckelt das hier auch ein bisschen. Finde ich schade. Ja, hier zum Beispiel. Das werde ich dann gleich nochmal per Fuß abgehen. Ja. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Geht's hier nochmal hoch, weiter hoch, wieder hoch und wieder runter. Da habe ich noch was gefunden gehabt. Ja, dieser Raum verbindet auch einiges an Geschichte. Erzähle ich euch dann auch gleich, wenn ich das nochmal per Fuß abgehe.
So, das hier ist meine zweite Haltestelle sozusagen. Hier sieht man sehr schön, ja, nochmal Stühle zum Hinhocken. Ich werde hier nochmal sicherheitshalber abspeichern, nicht, dass das gleich wieder abstürzt, was ich mir nicht erklären kann. Ja, Saving Level. Ja, so. Und weiter geht's. Ja, was ruckelt das denn jetzt so? Ah ja, genau. Hier habe ich mich dann hochgegraben. Hier habe ich so eine kleine Wasserquelle gefunden gehabt. Hier werde ich wahrscheinlich das Ganze noch mit Glas ausbauen, damit man nicht reinfallen könnte. Nicht, dass sich hier mal so irgendwie Kinder hochbeugen und mal da reinfallen, kommen sie nicht mehr raus. Das wollen wir ja alle nicht. Sonst bin ich ja noch später dafür verantwortlich. Oh, ne. Meh. Ich höre Schafe. Ja, das hier ist jetzt mein, mein U-Bahn-Schacht zum Runtergehen. Das hier ist eine Küstenwelt, wie man sieht. Ich habe noch keine Ahnung, was ich hier bauen werde, was ich hier aufstellen werde, keine Ahnung. Ich habe mir irgendwie überlegt, dass ich hier dieses Plateau nutze und hier irgendwie nochmal ein Haus draufstellen mit Keller, wo man runtergehen kann, dass man dann unter Wasser hier ist. Und dann werde ich hier noch irgendwas vielleicht was mit Glas aufbauen. Ja, ich denke mal, ihr seht das jetzt hier kaum. Moment, ich mache es nochmal eben Tag. Viele werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, wie ich das mache. Ich habe mir im Internet nach einem Time Changer umgeguckt, leider nichts gefunden. Dann habe ich weitergeguckt. Eigentlich wollte ich irgendwie was im Sinne von einem Mod haben, wenn ich im Mausrädchen drehe, dass ich die Zeit einfrieren kann oder sonstiges. Habe ich leider nicht gefunden, deswegen habe ich eine andere Modifikation als Exe-Datei gefunden. Man muss einfach nur Minecraft, wie ihr gerade gesehen habt, beenden. Dann die Exe-Datei ausführen und dann habt ihr die Wahl zwischen Licht und Dunkelheit, also Sonne und Mond. Und dann wählt ihr eure Welt aus und überschreibt einfach praktisch ja, die jetzige Zeit damit. Also, wie gesagt, da werde ich noch irgendwie was hinbauen. Das ist. Vielleicht werde ich hier noch unten ein Haus hinstellen und dann einen Keller machen. Hier noch irgendwas mit Glas hier rein. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, schreibt mir, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann versuche ich die umzusetzen, so gut es geht. Und dann mache ich nochmal ein neues Video. Ja, das war's jetzt eigentlich soweit von mir. Ich bin gerade noch am Überlegen, habe ich noch irgendwas gemacht, was ich zeigen könnte? Ach ja, genau. Ich wollte ja nochmal die U-Bahn abgehen. Einen Augenblick. So. Also. Der Schacht hier unten, also ich habe hier einen Tunnel gegraben gehabt, habe dann hier unten ganz, ganz viel Wasser gefunden, dachte ich mir, hey, cool, um das Ganze ansehnlich zu machen, könntest du ja das Ganze mit Glas ausstopfen und dann Gleise drüber bauen. Tja, Gleise drüber bauen, das ist das Stichwort. Ich zeige euch mal, was nicht funktioniert. Wir haben hier ein Gleis, wir haben hier das Glas. Ja, toll. Also, hatte ich einen kompletten Raum voller Glas voll gepflastert gehabt und hab meine Schienen nicht drüber bauen können. Also musste ich improvisieren. Ich habe hier weiter ein Loch reingeschlagen. Habe hier praktisch jetzt meine Gleise andersrum verlegt, sodass man wenigstens drüber fahren kann. So. Was habe ich kaputt gemacht? Genau, die Gleise. Hier oben, wie ihr seht, geht es nochmal ganz weit hoch. Hier war alles mit Wasser voll gepflanzt. Den See habe ich dann mehr oder weniger stillgelegt, indem ich dann hier Sand reingesetzt habe, damit hier meine Gleise nicht kaputt gehen. Und ja, so entstand dann quasi dieser Raum. Da hier hinten habe ich auch noch einen Tunnel gefunden, den habe ich allerdings noch nicht erforscht gehabt. Da ist Lava, die wollte ich jetzt nicht trockenlegen, weil es sieht ja dann doch auch ansehnlich aus. Also habe ich hier einfach einen Glaskasten drin umgebaut. Hier geht es dann wieder hoch. Und ja, hier habe ich ein bisschen unförmig gebaut, wie man sieht. Das war mir ganz ehrlich scheißegal, weil das einfach nur zum Befördern von Punkt A nach B ist. Also warum sollte ich mir jetzt hier die Mühe machen und alles schön mit normalem Stein hier auspflanzen. Den Cobblestone habe ich dann verwendet dazu, den Leuchtturm, also das Leuchtturmhaus zu bauen. Ja, jetzt ruckelt das wieder ein bisschen. Ja, hier nochmal mein Minecraft-Booster. Hier sieht man auch das Prinzip sehr schön. Hier um das Hauptgleis legt man eins tiefer. Dann neben dem Hauptgleis legt man nochmal eine Ebene tiefer und baut den Minecraft-Booster drauf. Dann geht man eins wieder hoch und baut hier so eine Kurve. Und jedes Mal, wenn jetzt hier das Minecraft hier runterfährt,
schiebt das Minecart das andere Minecart an, fährt also hier wieder hoch. Durch diesen Schwung von diesem Minecart fährt es hier diese Bahn hoch, dann hier rüber, durch diese Schiene, daher dass die hier abrupt abhört, fährt sie hier wieder runter und stoppt genau in diesem Stein. Also schiebt sich das System von alleine an, ohne dass ich ihn zurücklaufen muss und dieses Minecart zurückschieben muss. Genau. Hier habe ich auch eine Höhle gefunden, hier war auch alles voll mit Wasser, die habe ich dann ein bisschen symmetrisch ausgehoben, habe halt Laternen dran gesetzt, damit das hier ein bisschen heller wirkt. Dann habe ich hier ebenfalls nochmal, das ist mein Auftrieb, dann habe ich hier ja, eine kleine Säule hier drin. Eigentlich könnte ich das hier wegmachen, weil das sieht scheiße aus. Unsymmetrisch. Ja, in der Hinsicht bin ich ein symmetrisch-Fetischist. Also ich kann nichts irgendwie unsymmetrisch lassen, weil das beißt sich in meinen Augen. So, wie ihr seht, sieht man da hinten schon das Licht am Ende des Tunnels, was allerdings täuscht, weil das noch verdammt lange braucht, bis wir da hinten sind. Dabei sollte ich mir mal überlegen, was ich noch erzählen könnte. Ja. Ich wollte mir eigentlich nicht die Mühe machen, mir jetzt hier aufzuschreiben, was ich hier alles schon an Steinen abgebaut habe. Wobei, statistisch gesehen wäre es ziemlich interessant, was man hier schon an Steinen abgebaut und verbaut hat. So, gleich sind wir da. Ah, pardon, Telefon. Und weiter geht's. So. Das war's jetzt eigentlich von mir aus. Ich habe eigentlich jetzt nichts mehr Großartiges gebaut gehabt. Was ich euch noch zeigen könnte, wäre das Waldstückchen per Nacht. Was jetzt aber nicht unbedingt zwangsweise sein muss. Gehen wir nochmal nach oben. Glück haben, ist es Nacht, so muss ich jetzt nicht nochmal die Zeit umändern. Na, mal gucken, wenn es Tag ist. Ja, doch, es ist Tag. Na, mal sehen, vielleicht ist es der Baum jetzt gewachsen. Nein, ist er nicht. Naja, schade. So, so sieht halt dann das Ganze nochmal aus. Hier hinten sehen wir gerade ein graues Schaf. da habe ich das erste Mal meinen Minecast-Booster getestet. Naja, war ich zu faul, wieder um abzureißen. Vielleicht werde ich hier auch noch irgendwie mal was Großes aufstellen. Ich habe noch keine Ahnung. Mein nächstes Vorhaben, wie gesagt, habe ich auch noch nicht so wirklich im Sinn. Vielleicht werde ich irgendwas, keine Ahnung, irgendwas bauen, damit man ins Nether gelangt. Mal sehen. So, jetzt hier werde ich noch einmal die Zeit ändern, damit ich euch das Ganze mal per Nacht zeige. Ziemlich romantisch. So, einen Augenblick. 2, Nacht. So, Zirkel bleiben und weiter geht's. So, hier die ganzen Fackeln, natürlich. So, ist ziemlich schön beleuchtet. Und ja, jetzt kommt der schöne Gang. Na, jetzt ist der ganze Zoo hier wieder drin. Ich hasse es. Mein Gott, stirb. Naja. So. Jetzt habt ihr den Aufgang auch schon mal per Nacht gesehen. Was jetzt auch ziemlich cool ist, wenn der Mond untergeht. Oder aufgeht. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Und ihr euch hier befindet, sieht das auch ziemlich geil aus, wenn dann hier der Mond die Laufbahn ändert. So, und hier wären wir wieder am Anfang von unserem Video. Deswegen verabschiede ich mich und ja, ich werde auf jeden Fall nochmal ein neues Video drehen, wenn ich mehr gebaut habe, wenn ich mehr verbaut habe, wenn ich mehr abgerissen habe, etc. etc. Und ja, bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr mein Video angeguckt habt. Ich hoffe doch auf Kommentare, beziehungsweise dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, ich freue mich auf Vorschläge, was ich noch bauen könnte. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis das nächste Mal. Tschüss. Fiat.